Hallo, ich bin der Christian Krug, ich bin Trainer beim Tiroler Wasserkraftsportverein und ich möchte euch ganz kurz die Sportart Schwimmen ein bisschen näher aufzeigen. Schwimmen ist eine der Grundsportarten und zählt dazu auch einfach zu den ersten Sportarten, die man lernt, nämlich Skifahren und Radfahren, Laufen. Das heißt, wir probieren relativ früh, uns mit einem Wasser vertraut zu machen. Die ersten Kontakte werden eigentlich in der Schwimmschule gemacht, mit 3 bis 4 Jahren, wo die Kinder dann einfach anfangen, die Grundelemente vom Brustschwimmen zu lernen, dass sie sich dann über Wasser halten können. Viele verbringen noch einige Jahre in der Schwimmschule und bleiben dann dem Schwimmsport treu, was dann grundsätzlich zum Vereinssport übergeht. Da wir beim Tiroler Wassersportverein relativ früh mit den Kindern anfangen und eine große Familie pflegen, haben wir die Kinder schon ungefähr mit 6 bis 7 Jahren bei uns in den ersten Schwimmgruppen drinnen, wo natürlich nur der Sport noch nicht ganz so im großen Fokus steht, sondern mehr der Spaß an der Bewegung im Wasser. Wir führen die Kinder dann relativ schnell dorthin, dass sie dann die ersten 3 Grundschwimmarten Kraul, Rücken und Brust lernen und dann auch noch das Delfinschwimmen, was dann eine der schwierigsten Lagen ist. Für den Schwimmsport selber ist relativ viel Zeit zu investieren. Schwimmen ist eine sehr trainingsintensive Sportart, aber macht den Kindern extrem viel Spaß. Wenn ihr also Lust habt, beim Verein bzw. bei uns im Verein, beim Tiroler Wassersportverein, mal zu schnuppern, könnt ihr euch gerne bei uns melden unter der Homepage www.dlv.at, findet ihr unsere Kontaktdaten und könnt uns da einfach eine Anfrage stellen.